Also mein Name ist Matthias Böttger. Ich denke, was für die Öffentlichkeit in der Stadt, im öffentlichen Raum geschützt werden sollte, ist auf jeden Fall das Recht, dass alle das Recht haben, an dieser Stadt teilzuhaben, was aber gleichzeitig auch eine Pflicht ist, weil sie müssen oder sie müssen nicht, aber sie haben sozusagen, sie sollten die Gelegenheit nutzen, daran teilzuhaben, um eben dieses Recht auch aufrechtzuerhalten. Und erkämpft werden sollte eigentlich, dass auch wenn zum Beispiel Spekulation in der Stadt entsteht und dadurch Gewinne gemacht werden, dass diese Gewinne auch mit möglichst allen geteilt werden und nicht nur bei wenigen landen. Und ich denke, was man abschaffen sollte, ist eigentlich, dass immer noch gerade im Straßenverkehr oft das Recht des Stärkeren gilt und eigentlich dann zum Beispiel bei Fahrradwegen dann doch die Autos ziemlich wild daran vorbeifahren und man sich doch relativ gefährdet fühlt. Und das sollte eigentlich vielleicht noch eine Gleichberechtigung in der Stadt sein, die kommt.